bestimmt niemand überlebt. Aber wir sollten trotzdem nachsehen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Fallout 4. Hier ist gerade irgendwas vom Himmel gefallen. Ich habe aber nicht gesehen, in welche Richtung. Und er hat gesagt, hier, Kumpel, hat gesagt, großer Gott, hast du das gesehen? Das hat bestimmt niemand überlebt. Wir sollten nachsehen. Aber ich weiß nicht, wo das runtergefallen ist. Deswegen habe ich keine Ahnung, wo ich hin soll. Und deswegen folgen wir jetzt, wie schon angekündigt, der Freedom Road. Oh, der hat was dabei hier. Hallo? Kronkorken, Patronen. Kronkorken, irgendwas Patronen. Nützliches? So. Und dann folgen wir mal weiter der Freedom Road, die wir vor 3 Folgen angefangen haben zu folgen. Ach ja, die habe ich ja umgehauen. Die Arschgeigen. Ja, nee. So aus, als wenn die hier weiterführt, oder? Hier. Da hinten ist das Luftschiff. Ja, Mai. Okay. Könnten Gegner kommen. Was? Wer da sein? Ich glaube, wir sind nicht allein. Aber auch. Als nächstes 8D. Wow, Doggy. Vorsicht, 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 da ist nur ein Hund. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ich auch. Mensch, hier ist echt überall an jeder Ecke ist was los, ne? Das staunt mich immer wieder. Oh, hier, ein Denkmal. Sag mal, ist das nicht das Denkmal aus dem Trailer? Old North Church. Und da führt es rein. Okay. Ich glaube, wir haben die Freedom Road gefunden. 1R. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Die Old North Church wurde 1723 erbaut und ist damit die älteste noch erhaltene Kirche in Boston. Mit ihren knapp 60 Metern hohen Turm ist sie zugleich auch die höchste Kirche Bostons. In der Nacht des 18. April 1775 marschierten Lieutenant Colonel Smith mit 700 britischen Soldaten nach Concord, um die Rebellen zu entwaffnen. Allerdings hatte Paul Revere einen Plan erdacht, um Robert Newman, und Robert Newman kletterte auf die Spitze des Kirchturms und zündete 2 Laternen, um die amerikanischen Kämpfer zu warnen, dass die Rotröcke den Charles River hinaufkommen. So kam Longfellow auch auf seinen berühmten Vers: eine übers Land, 2 übers Wasser. Die Schlachten von Lexington und Concord, die dann folgten, waren der Anfang des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs. Cool. Gehen wir mal rein. Ach, wir haben letzte Folge gar nicht dieses in der Pikmin-Galerie Pikmins Visitenkarte und diesen anderen Bericht. Die Nachricht an irgendwen. Hatten wir gar nicht geguckt. Vielleicht mache ich das nochmal schnell. Enver, ne? Nachricht. Ah ne, diverses. Nachricht an Jack. Ach, das ist... Jeff, ich bin's. Ich habe rausgefunden, was mit den Speeren passiert ist, die oben bei der alten Kunstgalerie verschwunden sind. Sie sind tot, Seth. Ich starre gerade auf ein verdammtes Gemälde von Kylies Leiche. Oh Gott, was zum Teufel haben die mit ihm angestellt? Wer zum Teufel ist da? Du bewunderst meine Sammlung? Ich fürchte, sie ist noch nicht vollständig. Aber bald. Bleib weg von mir, du Irrer! Ja,
Genau so. Behalt diesen Gesichtsausdruck. What the fuck? Seth, ich bin's. Ich habe rausgefunden, was mit den Speeren passiert ist, die oben bei der alten Kunstgalerie verschwunden sind. Kannst aufhören. Ja. Sie sind tot, Seth. Was ist denn hier schon wieder los, Alter? Fiese Kannibalen. Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. War das eine Braut? Brautkleid? Sieht so aus. Okay. Da oben. Wo denn? Hier ist irgendwo noch einer aufgestanden. Aber ich sehe nicht wo. Aua. Ah. Von da kommen wir. Von da kommen wir. Man sieht ja gar nichts. Wie war denn das nochmal mit dem Licht anmachen? Ah, B gedrückt halten. Alles klar. Oh, Nick, Alter. Okay. Müssen wir jetzt hier auch das Licht anschalten? Wäre ja mal eine coole Wendung. Wendlungstreppe. Okay, hier ist nichts. Vorrat an Kronkorken. Na, 16 Vorrat kann man das auch nicht nennen. Klammerbox mit 3 Stück. Hier stehen 2 Lichter. Ausschieben? Geht nicht. Jetzt falle ich hier nur runter. Na lol. Was sagt denn mein... Suche nach der Railroad. Okay, nochmal rein. Gehen wir nochmal rein. Ich schätze mal, der Code wird da irgendwas mit zu tun haben, aber... Alles irgendwie erhaben. Mhm. Okay, hier geht's in den Keller. Da, die Laterne.
sind auf jeden Fall Ghule unterwegs. An diesem Ort würde selbst ein Mutant Alpha bekommen. So sieht das aus. Auf uns kaut niemand rum. Schiss habe ich trotzdem. Was ist das? Oh. Das war also falsch. Wie, das war falsch? Dreht sich. Fuck. Aber 7. Oh, scheiße. Hat er das jetzt auch? Nee, hat er nicht, ne? Och, kacke, Leute. Wo war. Die Buchstaben und Zahlen, die ich entlang des Weges gefunden habe, werde ich hoffentlich die Railroad aufspüren können. Ja, aber. Die sind jetzt nicht irgendwo markiert, oder? Scheiße. Scheiße. Da muss ich mir wohl eingestehen, dass ich das hätte aufschreiben sollen. Hätte ich ja mal mitdenken können. Schon mal von vornherein. Dann müssen wir den Weg noch einmal abgehen. Ob wir wollen oder nicht. Mit etwas zu schreiben. Bei meinem Handy hier, da kann ich das da eintippen. Hier unten waren Leute. Und zwar vor kurzem. Ja. Und wir müssen den Weg zurückgehen, mein Freund. Das machen wir jetzt am besten gleich mal. In dieser Folge noch. Spannend ist es ja, aber ärgern tue ich mich trotzdem riesig. Scheiße. So. Mache ich mal hier ein neues Memo am besten. Dann kann ich mir das hier eintippen. So, das erste. Steht da was? 1 und R. 1. Na, wartet. 1 ist R. Ich muss mal ganz kurz was gucken hier. Welche Buchstaben sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir probieren einfach mal was ganz Gewagtes und geben unten, weil 1 R ist und 7 ist A, Railroad zusammengeschrieben. Da ist 1 R und A ist das Ende. Wir testen mal. Vielleicht haben wir Glück. Dann können wir uns den Weg sparen. Kombiniere, Watson. Also. Lauf. Ich mach schon die Treppe rauf. Oh, falsch abgebogen. So, Railroad. So, also R ist 1. Ah, das war falsch. Fängt also mit R an. Und dann mit A.
hast. Und Sesam, öffne dich. Yes. Also. Haha. Ausgetricksert, Alter. Junge, 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 Junge. Ne? Schlauer Bursche. Schlauer Bursche ist er manchmal. So, und jetzt speichern wir mal. Ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt auf Leute treffen. Treffen wir jetzt auf Leute oder treffen wir jetzt nicht auf Leute? Sollten wir vielleicht unsere Kleidung ändern? Na, ich bin mir nicht so sicher. Wow! Du hast dir eine Menge Mühe gemacht, dieses Treffen zu arrangieren. Aber bevor wir fortfahren, beantwortest du mir ein paar Fragen. Wer zum Teufel bist du? Jetzt muss ich hingehen und sie ansprechen, wa? Warum verratet ihr mir nicht zuerst, wer ihr seid? In einer Welt voller Misstrauen, Verrat und Jägern sind wir die einzigen Freunde der Synths. Wir sind die Railroad. Also, beantworte meine Frage. Ich bin dem Weg der Freiheit gefolgt, um die Railroad zu finden. Ich bin nicht euer Feind. Wenn das wahr ist, hast du nichts zu befürchten. Wer hat dir verraten, wie du mit uns in Kontakt treten kannst? Die da stehen, Alter. Ich habe in Diamond City ein Gerücht über euch gehört. Verstehe. Ich bin Desdemona und ich bin die Anführerin der Railroad. Railroad. Und du? Deacon, wo warst du? Ihr feiert eine Party? Warum bin ich nicht eingeladen? Alter, Elvis Presley. Ich brauche Informationen. Wer ist das? Wow, Sondermeldung, Boss. Der Kerl hier ist da draußen eine ziemlich große Nummer. Kennen wir uns? Ich muss dich nicht kennen, um von dir gehört zu haben. Du hast für Aufsehen gesorgt, Kumpel. Die stählerne Bruderschaft hat dich in ihre Reihen aufgenommen. Das ist echt unglaublich. Das ist aber noch nicht alles. Die Railroad schuldet dir eine Kiste. Nein, eine verdammte Wagenladung Nuka-Cola für das, was du mit Kellogg getan hast. Er war unser Erzfeind. Du bürgst also für ihn? Ja, vertrau mir. Wir brauchen einen Verbündeten wie ihn. Das ändert einiges. Also, warum wolltest du dich überhaupt mit uns treffen? Mein Sohn Sean wurde entführt. Ich brauche Hilfe bei der Suche nach ihm. Jemand hat deinen Sohn entführt? Schrecklich. Weißt du, wer es war? Ich hoffe für dich, dass das Institut damit nichts zu tun hat. Kellogg hat ihn entführt. Nun, du hattest deine Rache. Aber das bringt dir deinen Sohn auch nicht wieder zurück. Deacon soll sich drum kümmern. Wenn jemand eine Spur zu deinem Sohn finden kann, dann er. Deacon. Wenn wir mit dir zusammenarbeiten, müssen wir auf derselben Seite sein. Du weißt, was ein Synth ist, oder? Guck doch hier neben mir. Ja, ich bin bestens über sie informiert. Gut. Das Institut betrachtet Synths als ihr Eigentum, als Werkzeuge. Warum behandelt das Institut sie so? Sie spielen Gott, pfuschen an Dingen herum, die sie kaum verstehen. Von oben herab ist es einfach, ihrer Schöpfung jede Menschlichkeit abzuerkennen. Hört sich nach Sklaverei an. Ganz genau. Es ist unser Ziel, die Synths von ihrer Knechtschaft zu befreien. Ihnen eine Chance auf ein echtes Leben zu geben. Die entscheidende Frage ist, würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Synths handelt. Könntest du das präziser ausführen? Antworte aus dem Bauch heraus, mit deinem Herzen. Würdest du dich für einen Synth in Gefahr bringen? Klar, für Valentine. Ich habe einmal geschworen, meine Landsleute mit meinem Leben zu verteidigen. Ich sehe da keinen Unterschied. Gut gesagt. Wir tun, was wir können, um deinen vermissten Sohn zu finden. Oh, Valentine, was das Institut deiner Familie und anderen angetan hat, treibt uns an. Normalerweise wärst du genau der Menschenschlag, den wir rekrutieren würden.
Aber im Moment fehlt uns die Zeit, neue Agenten auszubilden. Okay. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie du deinen Beitrag leisten kannst. Und im Gegenzug helfen wir dir. Deacon erklärt es dir genauer. Du kannst jetzt gehen. Deacon! Where are you, my friend? Ist es Deacon? Hi, Deacon. Verzeih bitte den Empfang. Wenn man mit dem Institut Tango tanzt, muss man vorsichtig sein, wenn neue Partner das Parkett betreten. Eure Anführerin war einfach nur vorsichtig. Wir wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Ganz genau. Hat uns aber irgendwie die Chance auf einen guten ersten Eindruck gekostet. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Also, verrat es mir. Warum hast du für mich gebürgt? In unserer kleinen Truppe ist es meine Aufgabe, Dinge zu wissen. Und anhand deiner Taten sieht man, dass du was drauf hast, also ein gefährlicher Feind wärst. Und sicher auch ein wertvoller Verbündeter. Aber woher das Vertrauen? Glaubst du mir das alles einfach so? Ich weiß nicht, ob wir dir vertrauen können. Aber ich hoffe es. Wir haben gerade eine schwere Krise überstanden und suchen dringend nach neuen Leuten. Wenn alles eitel Sonnenschein wäre, würden wir das Kennenlernspielchen wohl ausdehnen. Aber wir haben diesen Luxus nicht. Okay, mehr kriege ich aus ihm wahrscheinlich nicht raus. Ich probier's mal. Wirklich? Das ist alles? Du gibst einfach nicht auf, oder? Gut, ich habe eine kurze Liste mit Leuten, die gut zu uns passen würden. Du hast mein Interesse geweckt, also habe ich mich umgehört. Hab meine Hausaufgaben gemacht. Wenn du uns nicht gefunden hättest, hätte ich dich gefunden. Danke, dass du mir den Weg erspart hast. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache. So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Okay, interessiert. Ich habe da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Des lädt dich in unsere Schar ein. Super. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Tut. Was ist das für ein Auftrag? Was für ein Job ist das? Aktuell kann ich dir nur sagen, dass es eine wilde und gefährliche Reise werden wird. Das ist für jemanden wie dich aber wohl nichts Besonderes. Ach Quatsch, nee. Kommt viel rum. Gut, dann bin ich dabei. Perfekto. Treffen wir uns am alten Freeway vor Lexington. Dort erzähle ich dir genaueres. Okay. Cool, Kumpel. Können wir uns mit ihr noch unterhalten? Raus, nachdem du weg bist. Hier sollte man am besten keine Aufmerksamkeit erregen. Okay. Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Hi. Ich hab gesehen, was du auf dem Weg gemacht hast. Nicht schlecht. Also für einen Menschen. Für einen Menschen? Wie meinst du das? Du bist ein in der Wildnis geborenes Modell 1.0 und dafür nicht schlecht. Nicht in derselben Liga wie wir Synths. Ach, die sind alle Synths. Ist ja nicht dein Fehler. Warte mal, du bist ein Synth? In voller synthetischer Pracht. Und bevor du fragst, diese ganzen Gerüchte, die es gibt, sind absoluter Müll. Ich bin so echt wie jede andere Frau auch. Der einzige Unterschied ist nur, dass man bei deiner Produktion bestimmt viel mehr Spaß hatte. Es ist gerade ein echt schlechter Zeitpunkt. Wir erholen uns noch von etwas, das ich dir nicht sagen kann. Okay. Uns fehlt ein Mann. Und wenn es stimmt, was Deacon über dich erzählt hat, hätte ich dich gerne in unserem Team. Okay. Was? Glaubst du Deacon etwa nicht? Nach dem, was ich gesehen habe, könnte das stimmen. Des hat zwar gesagt, wir hätten keinen Platz, aber sprich mit Deacon. Der hat bestimmt eigene Interessen, wie immer. Gut, das haben wir ja schon getan. Wir gehen getrennt raus, nachdem du weg bist. Ja. Hier sollte man am besten keine Aufmerksamkeit erregen. Super! Hey! Mensch, was? Hey. Komm, Valentine, wir gehen raus. Ja, das war ja cool. Was für eine super coole Quest. Ich überlege gerade, machen wir das jetzt gleich mal? Im Anschluss? Ich muss mal gleich gucken, wie viel Zeit wir noch haben in der Folge. Ich glaube, die neigt sich jetzt demnächst schon dem Ende entgegen. Was aber auch nicht so schlimm wäre, war ja eigentlich ganz spannend. Bis hierhin und nicht weiter. Bis zur Unendlichkeit! So. Gucken wir mal rein. Wir können ja schon mal einen kleinen Dings machen. Eine kleine Sammlung. Spionagehandwerk trifft Deacon bei der alten Autobahn.
Das findet die Braumaschine, trifft die Gang bei der Grabungsgrube. Oh, ich habe so Angst vor dieser Quest, ne? Ich weiß auch nicht wieso. Nehmen Starlight ein, Ghoul-Probleme, sprich mit den Siedlern bei Greentop. Ja, die Siedler könnten wir eigentlich auch mal, ja, die verschollene Patrouille und diese ganzen Kack-Dinger und so, naja, egal. Kehre zu Hancock zurück. Räume die Lagerhäuser, sprich mit MacReady, untersuche das Museum der Hexerei. Ja. Okay, okay, alles gut. Erstmal nach draußen gehen. Ich bin unentschlossen. Aber eigentlich, dieses mit der Railroad und den Zinshelfen, finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin immer für Unterdrück, also nicht für unter, für die Gruppen, die gegen die Unterdrückung kämpfen, sagen wir es mal so. Oh, die Sonne geht auf. Was für ein schönes Bild hier mit der Statue. Und dann würde ich sagen, genau hier machen wir einen Cut. Und in der nächsten Folge, ich überlege mir bis zur nächsten Folge, was wir machen. Ihr erfahrt es am Anfang der nächsten Folge. Und dann werden wir mal sehen, wie wir das hier in trockene Tücher bringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten bleibt Main. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.